Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidokai und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach, auch ohne MPE-Controller, sehr viel Ausdruck in dein Spiel oder in deine Performance bringen kannst. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und Abo dalassen würdest, aber legen wir doch einfach mal los. Das hier ist eigentlich nur eine Erinnerung, denn eigentlich weißt du das vermutlich alles. MPE ist absolut klasse und ein MPE-Controller wie das Linstrument von Roger Lin oder das ERAE Touch von M.Me oder gar Instrumente wie das Osmose von Expressive E mit dem exzellenten Hagen Audio Egan Matrix Sound Engine sind einfach genial. Mit einem Fingerzeig wird Ausdruck in den Sound geswiped. Das hat aber auch alles seinen Preis von aktuell 800 bis 2000 Euro in 2023 und sicherlich kann noch wesentlich mehr Geld ausgegeben werden. Hier ist nur der Sky der Himmel. Aber, und du kennst mich gut genug, dass ich bei sowas meist ein Aber habe, also, aber kein MPE-Controller zu haben ist kein Hindernis, während des Spielens Ausdruck in die Musik zu zaubern. Also, Expression in deine Performance zu bringen. Denn du hast bereits alles oder kannst auch für relativ günstiges Geld sehr nahe an die Möglichkeiten eines MPE-Controllers kommen. Also wenn du Lust hast und es dir hauptsächlich um die Musik geht, dann lass uns an einfachen Beispielen starten, um zu verstehen oder um uns wieder daran zu erinnern, wie das nochmal funktioniert. Und es ist sogar noch einfacher, als du dir vielleicht gerade denkst. Fangen wir doch mit was Schönem an. Wie kriegst du Sound auf Anhieb schön? Richtig, einfach ein wenig Reverb oder Delay hinzuzufügen. Da klingt so ein schnöder Sägezahn gleich mal interessanter nach Glitzer und Feenstaub. Aber genau das nutzen wir jetzt einfach mal nicht. Denn was diese Effekte, Reverb und Delay wunderbar machen, ist den Sound zu bewegen. Das wollen wir jetzt selbst beim Performen buchstäblich in die Hand nehmen. Aber was kommt als nächstes in der Reihe? Die beliebtesten einfachen Effekte. Richtig, das Filter. Und meistens ist es ein Low-Pass-Filter. Also das wäre jetzt für dich und mich immer so der erste Anlaufpunkt. Da gibt es aber natürlich noch mehr. Das kann mit vielen verschiedenen Synthesizern, Hardware wie Software gemacht werden. Ich mache das hier exemplarisch mit dem Surge XT Synthesizer und dann gehe ich über auf einige der Bitwig Synthesizer und deren Presets, die zwar toll sind, aber viele von ihnen machen von dieser Art den Sound mit mehr Ausdruck zu spielen oder zu bewegen nicht oder eher selten Gebrauch. Oft haben bei diesen Presets die hervorragenden Modulatoren von Bitwig den Fokus, aber dafür wurde die manuelle Einflussnahme etwas vernachlässigt. Was für uns jetzt so viel heißt, wir können diese Presets mit ganz einfachen Mitteln massiv aufwerten. Eine kleine Nebenbemerkung, meine UI-Plugins HF2 und Zebra 2 geben mithilfe der XY-Pads sehr oft viele Möglichkeiten, zusätzlichen Ausdruck durch Effekte manuell einzusetzen und zu dosieren. Wer diese Plugins hat, einfach da mal gucken. Vielleicht kennt ihr das ja schon, aber falls nicht, ganz großartig. Aber jetzt zum Eigentlichen, wovon ich die ganze Zeit spreche. Herzlichen Dank an alle, die dem Video nur einen Daumen hoch gegeben haben. Ich spreche von den Dingen, die du vermutlich am Start hast. Ein Modwheel, das meistens über MIDI CC1 angesteuert wird. Ein Expression Pedal, MIDI CC11. So ein Pedal kostet um die 15 bis 20 Euro. Poly Aftertouch oder Channel Aftertouch, je nachdem, was dein Controller oder Keyboard für Möglichkeiten hat. Velocity an sich, also wie hart oder weich du eine Taste anschlägst und natürlich Release Velocity, also wie schnell du eine Taste loslässt. Und selbst wenn du nicht alle Optionen oder sogar noch mehr, wie zum Beispiel ein zweites Modwheel oder einen XY-Pad hast oder du benutzt die Drehregler an deinem Controller oder was auch immer, kannst du deine Performance oder deinen Sound ganz einfach auf das nächste Level bringen. So, also was sind da so die typischen Effekte? Wie gesagt, Filter. Vielleicht hier und da auch einen Filter mit Drive übersteuern, eventuell Resonanz, Lautstärke sowieso, Hüllkurven wie Attack, Decay, Sustain, Release, Detune, Unison Detune, Hardsync, Noise oder was noch spontan ins Auge fällt und passen könnte. Also eigentlich alles. Ich werde jetzt im Folgenden ein paar Beispiele durchspielen, bei denen ich einfach ein Preset auswähle und dann Modwheel, Expression Pedal, Release Velocity und Aftertouch einsetze.
Für das Modwheel benutze ich einen MIDI-CC-Modulator, der auf den MIDI-CC1 reagiert, und für mein Expression Pedal benutze ich auch einen MIDI-CC-Modulator auf dem MIDI-CC11. Ich fange als erstes mit dem Surge XT Synthesizer und Presets an und gehe dann über auf die Bitwig Synthesizer und Presets. Während der ganzen Sache rede ich einfach nicht. Ich werde einblenden, was ich gerade mache, und ihr könnt auch nachverfolgen, was ich da gerade mache, einfach damit das mit dem Sound ein bisschen intensiver und klarer und deutlicher wird. Habt erstmal viel Spaß!
Right, 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 right.
Thank you.
So, wenn du gerne diese Videos schaust, dann gib mir doch bitte ein Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendaidokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.